Meine Damen und Herren, ich möchte heute in diesem Beitrag mal auf ein Thema eingehen, was ich von vielen Schülern und von vielen Erwachsenen auch schon gehört habe, nämlich dieses Thema, also ein Streichinstrument lernen, das ist so schwierig, das kann ich doch nicht, ich habe doch dafür kein Gehör. Ich höre das doch nicht. Und aus dem Grunde würde ich gerne heute mit Ihnen mal ein kleines Experiment wagen. Sie kennen bestimmt sowas, nennt sich Stimmengerät. Und ich möchte heute mal Ihnen einen Ton vorspielen. Ich halte es mal so ganz nah hin, dass Sie das auch sehen, was da passiert. Ich spiele Ihnen den Ton A vor, der auf der Geige vorkommt, als leere A-Seite. Und dann wollen wir mal eine kleine Veränderung machen. Also zuerst mal spiele ich Ihnen mal den Ton vor. Ich mache es mal an. So, Sie hören diesen Ton. Und jetzt drücke ich hier auf einen Knopf. Hören Sie mal zu. Nochmal. Ich bin gespannt, ob das hier über den Film auch funktionieren kann. Achtung, jetzt wieder runter. Und wieder rauf. Haben Sie den kleinen Unterschied gehört? Nochmal runter. Und wieder rauf. Haben Sie es wahrgenommen? Ich habe das natürlich schon oft mit Schülern gemacht, in meinem Einzelunterricht. Ich habe noch niemanden erlebt, der diesen Unterschied nicht gehört hat. Auch in den Streicherklassen habe ich es neulich ausprobiert, die haben es alle gehört. Wenn man nicht ausgesprochen taub auf bestimmten Frequenzen ist oder überhaupt taub, dann hört man in der Regel diesen Unterschied. Und jetzt will ich Ihnen mal sagen, was das ist, was Sie gerade gehört haben. Das A, was man mit der Geige spielt, hat als Grundeinstellung die Frequenz 443 Hertz. Das bedeutet nichts anderes, als dass die A-Seite in einer Sekunde 443 Mal schwingt. Das nehmen wir als den Ton A wahr. Und als ich dann auf den Knopf gedrückt habe, da haben wir gehört einen Ton, der hatte 444 Schwingungen. Das heißt, Sie haben den Unterschied wahrgenommen von einer Schwingung pro Sekunde mehr bei 440. Also das ist ein ganz, ganz minimaler Unterschied gewesen. Mal zum Vergleichen, ein Halbton höher wäre schon 20 solche Schritte. 20 solche Schritte würden bedeuten, Sie spielen einen Halbton höher. Und was ich Ihnen damit zeigen wollte, ist, dass Sie haben das Gehör dafür. In der Regel ist es nur so, dass wir Menschen, wenn wir noch nicht auf das Instrument geschult sind, noch nicht wirklich wissen, wo wir hinhören. Wir wissen noch nicht wirklich, auf was wir beim Hören achten müssen. Aber das ist lernbar. So, jetzt will ich Ihnen am Cello einiges zeigen. Wenn man lernen will, sauber zu greifen, dann ist es zunächst einmal wichtig, Töne zu vergleichen miteinander. Ich will Ihnen das mal zeigen, hier mit der leeren A-Seite. Ja? Und diesen Ton kann ich ja auch auf einer anderen Seite greifen und es sollte der gleiche Ton dabei rauskommen. Also hier auf der D-Seite, ich nehme jetzt hier ersten Finger, das kann man aber auch mit jedem anderen Finger natürlich machen. Und um jetzt zu sehen, ob die Töne gleich sind, muss ich jetzt beide gleichzeitig spielen. Hören Sie mal zu. So, jetzt habe ich es eingestellt. Haben Sie einen Ton wahrgenommen? Schon, gell? Jetzt zeige ich Ihnen mal was. Ich werde jetzt den Finger nur ein bisschen hier verdrehen. Ich werde noch nicht mal verschieben den Finger, sondern einfach nur ein bisschen den Finger verdrehen und damit mache ich den Ton etwas tiefer oder höher. Und dann hören Sie mal das an, ja. Hören Sie dieses Pulsieren, was da drin ist, dieses ja, 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 ja. Klar, gell? Das hören Sie.
Dieses Pulsieren ist etwas, was wir in der Musik Schwebung nennen. Physikalisch gesprochen, ganz kurz, es geht hier um Interferenz. Zwei Wellen stehen nebeneinander und weil sie nicht gleich lang sind, verschieben sie sich von Zeit zu Zeit. Und es ist einmal so, dass die Wellenberge sich gegenseitig ergänzen, dann wird der Ton sehr laut. Und dann durch die Verschiebung kommt es zustande, dass irgendwann der Punkt erreicht ist, wo diese beiden Wellen sich gegenseitig aufheben. Da wird es auf einmal sehr leise. Und diese Interferenz hören Sie als dieses Pulsieren. Das war jetzt mal ganz krass, gell? So, jetzt ist Folgendes. Wenn Sie die Töne aneinander angleichen wollen, werden Sie merken, je näher Sie an den Ton hinkommen, desto langsamer wird dieses Pulsieren, bis es am Ende richtig stehen bleibt. Also. So, jetzt sind wir da. Ja? Und Sie nehmen dann einen Ton wahr. Also nochmal. Je weiter die Töne voneinander entfernt sind, desto schneller ist dieses Pulsieren. Je näher Sie sich dem Ton annähern, desto langsam wird es und am Ende bleibt es richtig stehen. Das ist natürlich eine Geduldsprobe. Klar, da müssen Sie genau hinhören und müssen sich klar machen, dass es hier sich um Bruchteile von Millimetern handelt, die Sie die Finger verschieben müssen. Aber Sie können das hinbekommen, wenn Sie die innere Ruhe dafür aufbringen. Ein anderer wichtiger Punkt, wo man eben gut vergleichen kann, sind Oktaven. Schauen Sie mal, wenn Sie jetzt zum Beispiel die erste Lage einstellen wollen, auf der Geige nehmen, würden Sie dann den dritten Finger auf einer Seite auflegen, ja, und den würden Sie vergleichen mit der leeren Seite darunter. Das ist genau eine Oktave. Beim Cello ist es in der ersten Lage der vierte Finger. Beim Kontrabass müssen Sie dafür in die dritte Lage gehen, sonst können Sie keine Oktave spielen zur leeren Seite. Aber auch das kann man mal probieren. In der dritten Lage der vierte Finger ist auch eine Oktave. Also ich spiele es nochmal vor. Mal sagen, steht er ganz gut da und jetzt verschiebe ich ihn. Und da hören Sie wieder die Schwebung. Merken Sie es? Und jetzt steht es wieder fest. Das geht nicht unbedingt von heute auf morgen. Und Sie müssen wirklich Stabilität im Finger aufbauen einerseits, andererseits sehr feinfühlig, ganz fein nuanciert den Finger verschieben und dann werden Sie merken, je öfter Sie diesen Punkt wirklich erreichen, desto mehr wächst Ihre Fähigkeit, das dann auch sofort zu erreichen. Ja? Wir haben ja schließlich das Bewegungsgefühl in den Fingern. Wir finden das dann hernach automatisch und mit der Zeit immer genauer. Aber zunächst einmal müssen Sie natürlich diese Hörarbeit aufbringen, genau hinhören und sich die Finger ganz genau darauf einstellen. Und ich will Ihnen mal was sagen, Ihre Intonation wird kolossal gewinnen dadurch, wenn Sie das machen. Und jetzt sind Sie dran. Viel Vergnügen bei Ihren Experimenten am Instrument und viel Erfolg dabei. Machen Sie es gut.